Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In 2 Tagen ist Weihnachten, ich habe noch einen Haufen unverpackte Sachen und ich werde jetzt einfach einmal so eine Vorweihnachtsroutine machen. So, die Geschenke sind jetzt fertig verpackt. Es ist gerade 3:42 Uhr. Und wir werden die jetzt ganz geheim in einer Nacht- und Nebelaktion verliefern. Und man sich überlegt, ist eigentlich so 4 Uhr um und um. Genau die Zeit, wo normalerweise fast jeder schläft. Crazy. So, da hätten wir mal Nummer 1. So, da hätten wir Nummer 2. Nummer 3. Und letztendlich Nummer 4. Ja, dann würde ich sagen, Mission completed. Es ist gerade 4.05 Uhr. Es waschelt so reidig. Aber was hilft, ich gehe jetzt heim, gehe schlafen, jetzt habe ich noch 4 Stunden in etwa und dann werden wir morgen in der Früh Christbaum aufbauen, beziehungsweise erstmal den Christbaum holen gehen. So, der Akku noch lange pfeift und ab ins Bett. So, mittlerweile ist schon nächster Tag und wir gehen jetzt Weihnachts-, also Christbaum holen. Das ist unsere Auswahl. Nehmen wir den da. Ja. Ja, bist du narrisch, das geht auch schnell. Was ist das? Hä? Was ist das eh? Ja. So, da, so läuft das bei uns. Und jetzt schmeckt man. Sehr gut haben wir das gemacht. Und jetzt ist ein neues Krippeltod an der Reihe. So, wir sind jetzt fertig mit dem ganzen Herrichten, also aufdeckt ist. Christbaum steht, Krippel steht auch. Und wir gehen jetzt um 2, jetzt ist 1:30 Uhr, zur Oma auf. Da beten wir immer einen Rosenkranz zusammen, dann gibt es Essen, glaube ich. Ja, so jedes Jahr halt. Dann gehen wir heim, gehen Christmetten, dann gehen wir nur durchs Haus, Weihrauch, also Rachen. Und ja, dann gibt es halt Essen und Bescherung. Mal schauen, was ich da alles oft noch mitfühle. Ja, am Ende vom Tag bleibt nur noch ich über. Es ist gerade 22.58 Uhr. Ich schneide mein Video noch fertig, dass es so schnell wie möglich online kommt. Die haben mir gedacht, ich zeige Ihnen einfach einmal, was ich so zu Weihnachten heuer gekriegt habe. Also, erstmal neue Ski. Gebt euch den Belag. Alles komplett neu. War in einem halben Jahr wird das so unerstaunlich, wenn ich so gesehen. Jedenfalls neue Ski. Dann an so einen richtig fetten Rucksack, wo ich oft zum Skifahren immer mein komplettes Equipment reingetan kann. Auch voll geschüt. Dann habe ich halt noch neue Skischuhe gekriegt. Die sind richtig weich, fühlen sich richtig gut an. Ich freue mich schon so, wenn wir über die Straßen springen, nur mal meine Knie wehtun. Weil meine Knie sowieso schon zerstört sind und nicht auf meine Schienbahn auch noch wegen der Skischuhe. So viel zu dem. Und dann habe ich halt noch so eine Jacke gekriegt.
und dann so eine Hosen. Und im Endeffekt habe ich einfach viel zu viel Ausrüstung, also Skiausrüstung, was ich eigentlich gar nicht braucht. Aber ich finde es trotzdem nice. Und dann würde ich eigentlich gerne noch allen frohe Weihnachten wünschen. Danke für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!